Es ist Bayern Dortmund und nicht Lotte gegen Bayern. 3-0 für den BVB. Viele werden morgen von standesgemäß schreiben oder sprechen. Aber es war wirklich ein toller Pokalfight. Über weite Sprecken. Wir begrüßen Ismail Atalan. Schön, dass Sie schnell hergekommen sind. Wir haben gerade Ihren Stürmer Freiberger gehört, der unheimlich klug reflektiert spricht und sagt, natürlich bin ich total enttäuscht. Sie wären auch kein Wettkämpfer, wenn Sie jetzt sagen, oh komm, war eine klasse Pokalsaison. Wie geht es Ihnen gerade? Nehmen Sie einen Glückwunsch an trotzdem. Nein, weil es ist ja die Absicht jeder Mannschaft, jeder Trainer, das Spiel zu gewinnen. So plant man eine Taktik und dann geht man ins Spiel. In der ersten Halbzeit ist uns das ganz gut gelungen. Wir haben die ersten Riesenchancen haben wir gehabt. Ich glaube, wenn das sofort ein Tor ist, ja, fängt der Konjunktiv wieder an. Das wissen wir zwar nicht, aber vielleicht wird Dortmund ein bisschen nervös. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr giftig waren und wirklich in den Zweikämpfen immer mal präsent waren, eine sehr große Hilfsbereitschaft hatten, uns immer gegenseitig unterstützt haben. Aber es ist halt eben schwer, solche Qualität wie Dembélé, Pulisic, Schürrle einfach 90 Minuten lang vom Tor fernzuhalten. Und das waren die, glaube ich, einmal, das war das erste Mal, wo sie vor Tor waren. Machen sofort das 1-0. Muss man akzeptieren. Interessant, wie sich die Einschätzungen dann doch decken, weil Mehmet in der Halbzeit und auch während der ersten Hälfte, als wir sprachen, gerade diesen Teamgedanken herausgestellt hat. Die laufen alle zusammen, hast du gesagt. Die verteidigen alle zusammen. Sie sind immer in einer Kette. Genau das ist aufgegangen. Also ich glaube, das Gratulieren zum Spiel, zur Traute, zum Mut, das kann man schon machen, ne? Nee, es wird ja immer sehr viel an Taktik festgemacht. Da gibt es aber noch Punkte, die vorher erfüllt sein müssen, wenn du Erfolg haben willst. Und da habe ich sehr viel von heute entdeckt. Und wenn ich viele Spieler so schnell und so aggressiv laufen sehe, plus so gut in die Zweikämpfe gehen sie, dann schaue ich auch immer an die Linie. Mhm. Und dann ist es immer auch ein Zeichen, dass da ein ganz, ganz gutes Verhältnis ist zur Mannschaft. Wie sehr kommt es Ihnen hoch im Nachhinein, wenn wir schauen mal rauf, 57. Minute, wenn Sie dann ein Kontertor kriegen in so einem Spiel? Ja, weil das beweist halt eben wieder, welches Risiko wir eingegangen sind, ja. Dass wir einfach fürs Gegenpressing vorbereitet waren. Aber man sieht halt eben diese Qualität. Mich ärgert das halt eben, dass der Torwart vorher überragend hält und dann geht er durch die Beine. Ob es absichtlich war, weiß ich nicht, aber er macht es natürlich überragend. Und man hätte er durchlaufen müssen, Fernandes, hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist auch wieder der von Ihnen eben angesprochene Konjunktiv. Aber in dem Moment, Alex, wenn er das, jetzt... Aber das ist natürlich Suchen jetzt. Ja, ja. Ja, da sucht man jetzt in eine Szene, die Dortmund einfach überragend spielt. Also wie Dembélé den da rüberschiebt, ist toll. Die du dann in dem Moment auch nicht mehr verteidigen kannst. Und ich meine, da zeigt sich, wir reden immer noch über dritte Liga, wenn auch weit oben gegen Champions League. Und das ist natürlich das, was ein Dembélé, egal welcher Platz, egal welcher Rasen, egal was für ein Stadion, das machen die einfach toll. Ne? Gut, deswegen verdienen sie auch ganz gut Geld. Also für das Geld müssen sie schon ein bisschen Fußball spielen können. Was haben Sie gesagt? Ein Aubameyang Jahresgehalt, irgendwie ein paar Jahre ihr Kader? Ja, oder? Könnte ein paar Jahre Lotte von leben, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man im Fußball vieles erreichen kann. Durch Herz, durch Wohlfühlen auf dem Platz, durch Bock auf Fußball. Und ich glaube, deswegen bin ich auch ziemlich froh, dass unser zum Beispiel Pires Rodriguez macht vorher den Fehlpass. Aber er will den Ball haben und das ist für mich wichtig als Trainer. Alles gut. Das ist knapp vor einer Stunde rum dann gewesen. Dann ist immer noch natürlich Zeit für alles. Ist trotzdem, so war unser Gefühl, der Stecker raus gewesen nach dem 0-1? Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja alles probiert. Man hat ja durch unsere Wechsel gesehen. Wir haben Tankulic gebracht. Wir spielen im 4-3-3, haben noch einen Sechser geopfert und dafür den Tankulic gebracht als Zehner. Also quasi 4-2-1-3 noch gespielt. Wir wollen alles. Aber die waren halt eben sehr, sehr ballsicher. Und irgendwann ließen auch die Kräfte nach. Man merkt halt eben, dass wir eine englische Woche hinter uns haben. Wir haben Mittwoch gespielt in Chemnitz auf dem tiefen Boden. Samstag gegen Hansa Rostock im tiefen Boden. Jetzt schon wieder. Und dann war es immer mal schwer. Hättest du auch gedacht, es darf bloß nicht fallen für Dortmund? Also hätte Lotte sich da entweder in eine Führung oder Richtung Verlängerung retten müssen? In dem Moment, wo sie zurückliegen, wird es wahrscheinlich kein Comeback geben? Ja, es wäre immer noch möglich gewesen. Aber wie Isi gerade sagt, auch die Dortmunder sind auch gewohnt, englische Wochen zu spielen, haben einen größeren Kader und sie spielen einen anderen Fußball. Also das, was ihr spielt, ist wahnsinnig aufwendig. Und wenn man das dann dreimal auf tiefem Boden macht, dann noch gegen Dortmund in Rückstand geht. Also da hängen dann die Köpfe schon mal und das ist auch völlig, völlig menschlich. Wir wollen mal kurz Ihren Kapitän hören, Herr Atalan, bei Jesse Wehmer, Gerrit Nauber. Ganz enttäuschter Gerrit Nauber, wenn ich euer Fachsinn bin, kurz. Und aber ihr seid beim Trainerlehrgang, glaube ich, gerade. Ne? Sie sind durch jetzt? Er ist gesund rausgekommen. Anders als du. Stimmt. Ja, ich habe jetzt die Prüfung hinter mir und ich warte jetzt nur noch auf die Ergebnisse. Ich denke, es ist Montag, die Überreichung der Urkunde.
Ich hoffe, dass es alles gut gelaufen ist. Ja, da, aber es ist eine ganz schöne Belastung gewesen doch auch, ne? Das ewige Hin und Her mit den ganzen Themen, die Sie da hatten. Sind Sie froh, dass das jetzt rum ist? Ja, es ist wahnsinnig. Einfach, muss man ganz ehrlich sagen, also sonntags die Tasche zu packen, zu fahren und dann, dann hast du noch die Reisestrapazen in der dritten Liga. Also, das heißt, Freitagmorgen stehst du auf, gehst zum Training, Bus, Samstag nachts kommst du an, schläfst, stehst morgens auf, hast wieder Training und dann fährst du nach Hause, packst deine Tasche und fährst nach Hennef. Also ich habe Sonntag schon wieder meine Tasche gepackt, bis meine Frau zu mir gesagt hat, nee, lass du bist fertig. Lass die Sachen einfach mal drin. Ist fertig, hat sie gesagt, du bist fertig. Und dann habe ich gedacht, oh. Ich habe es gar nicht mehr mitbekommen. Das ich glaube, du bist zu Hause und du bist auch, du bist noch der Gleiche. Ja. Sehr schön. Mehmet, sag doch mal, es ist immer schwierig, über sich selbst zu reden. Aber in der Tat, Steffen Simon hat es vorhin gesagt und wir haben es in den vergangenen Wochen von vielen Großkopferten im deutschen Fußball gehört. Der kommende Mann, Ismail Atalan, ich gebe es jetzt an dich, damit du über ihn sprechen kannst. Dann muss er es nicht selbst tun. Also ich habe ja... Ich beurteile jetzt nicht unbedingt nur Trainerverhalten oder was mir ein Trainer erzählt, sondern ich will das, was ich auf dem Platz gesehen habe. Dass da eine Mannschaft, also und zwar in jedem Spiel, was ich von Lotte gesehen habe, da muss jemand einen besonderen Zugang haben zu den Jungs. Und das sind ja auch alles keine einfachen Jungs. Haben wir ja vorher gesagt, auch das sind Jungs, die Makel haben, die gescheitert sind. Und die alle so zusammenzubauen zu so einem Team, das einem Spitzenteam der Bundesliga Dortmund das Leben so sehr schwer macht, da muss man schon was können. Sie haben einige rausgehauen. Heute ist jetzt Schluss. Nach aller Enttäuschung seien Sie hoffentlich ein bisschen stolz auf das Erreichte. Vielen Dank fürs Kommen. Danke sehr. Und alles Gute. Wir können jetzt nichts mehr an der Urkunde dann drehen und ändern, aber ich glaube, es wird nicht schlecht gewesen sein. So, es ist jetzt.